Was hat Mr. Krabs? Was hat SpongeBob Schwammkopf und was hat die Simpsons gemeinsam? Ja, genau. Es sind nicht nur Comic-Serien, nein, es sind auch Comic-Serien, wo es eine ganz besondere Währung gibt, der US-Dollar. Die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder kennt die Währung, jeder hat schon mal was davon gehört. Dollar, Dollar, Dollar. Wir kennen sie, ich zeige es euch heute mal ein bisschen im Licht. Ich erzähle heute euch, wie ihr echtes Geld eigentlich auch erkennen könnt. Das hier ist ein US-Dollar. So, Zoom-Faktor der Kamera, jetzt darfst du gerne mal zoomen. Ein US-Dollar, so sieht er von vorne aus und so sieht er von hinten aus. Hinten das berühmte Tempelzeichen Illuminati. Oh, ein Geheimbund von Menschen. Gibt es sie wirklich? Gibt es Illuminati oder wie die auch immer heißen? Nun ja, so geheime Verbünde kann es geben. Ich glaube auch daran. Aber nicht in dem Ausmaß, wie es in dem Fernsehen geschildert wird. Im Fernsehen mit dem Kelch von Jesus, das Blut von Jesus. Man sollte da jetzt auf jeden Fall nicht übertreiben hier. Geld. Verrückt nach Geld. Das hier ist nicht besonders viel. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, wenn ich jetzt hier in der Kamera hocke und so viel Geld in der Hand habe. Aber das sind nicht mehr als 9 Gramm Marihuana, um sich diese diese Sache einfach mal ein bisschen vorzustellen. Oder 1 Gramm. Oder 2 Gramm Kokain. Das sind jetzt blöde Vergleiche. Natürlich, das sind Drogenvergleiche. Aber es ist wirklich so, dass es kaum was wert ist, der Euro. Man bekommt immer weniger für sein Geld, weil es natürlich die Inflation ist. Aber wie im Video schon erwähnt, wie erkennt ihr eigentlich echtes Geld? Fangen wir mal an mit dem 10-Euro-Schein. So liegt er bei uns. Du hast bestimmt vielleicht einen 10-Euro-Schein in der Tasche. Zoom-Faktor der Kamera funktioniert auch. Hier ist der erste Sicherheitsmakel. Guckt euch mal das an. Seht ihr das? Es muss genau passen. Es darf keine Veränderung sein. Es muss hier eine Zahl geben, eine 1 und eine 0. Und wenn ich jetzt wieder weggehe, ist das wieder weg. Der zweite Sicherheitsfaktor ist das da oben. Es ist besonders hervorgehoben. Das nennt man Hochdruckverfahren. Ein ganz, 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 ganz kompliziertes Verfahren. Also, das sollen erstmal Geldfälscher nachmachen. Der goldene Streifen. Darauf solltet ihr wirklich achten. Und diesen Silberstreifen, der nicht fälschbar ist. Man kann natürlich so einen Silberstreifen natürlich fälschen. Das ist möglich. Aber nicht perfekt fälschen. Guckt genau auf diesen Schein. Wenn ihr noch eine UV-Lampe habt, könnt ihr sogar gucken, ob er irgendwie leuchtet. Und dann könnt ihr sehen, ob er nicht echt ist. Wasserzeichen ist ein ganz wichtiges. Sicherheitsfaden und diese drei Streifen hier. Eins, zwei, drei. Die werden auch sehr gerne übersehen. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Sicherheitsmerkmale. Und es gibt das sogenannte geheime Sicherheitsmerkmal. Und zwar dieses Sicherheitsmerkmal, wo keiner darauf spricht. Der Geruch. Riecht mal an einer Banknote. Eine Banknote, besser gesagt nur der Euro, hat einen ganz eigenständigen Geruch, den man selbst einfach so nicht wegbekommt. Es hat diesen komischen Geldgeruch. Riecht einfach mal so im Schein und ihr werdet mir auf jeden Fall zustimmen, weil dieser Geldgeruch ist in meinen Augen ein Sicherheitsmerkmal. Nicht hochwertiges Papier riecht nämlich nicht so. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beigebracht über Geld. Ich freue mich schon auf ein neues Alltag in GTA 5. Ja, ist da Mittwoch wieder, ihr wisst. Aber trotzdem, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescore auf der PlayStation 3 und ciao.